Weil aber im Moment viel von Lügenpresse und Vertrauenskrise die Rede ist, haben wir mal versucht zu erfahren, wo genau denn die sogenannte Lügenpresse gelogen hat. Kein leichter Auftrag für Erik Behres und Swantje Hirsch. Eine ungewöhnliche Recherche für uns. Dieses Mal müssen wir gar nicht weit fahren. Der Dreh beginnt direkt vor dem SWR-Funkhaus in Mainz. Hier ist für heute eine Demo gegen die sogenannte Lügenpresse angekündigt. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Kaum angekommen, stehen wir gleich im Mittelpunkt. Ich finde es unglaublich, dass solche Leute wie Sie überhaupt noch bezahlt werden. Alles Deutschlandhasser. Ja, okay. Alles Deutschlandhasser. Ja, Leute wie Sie gehören Berufsverbot. Das werde ich nachher auch sagen. Ja. Deutschlandhasser? Berufsverbot? Schweres Geschütz gegen uns. Wer ist dieser Mann eigentlich? Sind er und die anderen Redner nur ein paar unbedeutende Wichtigtuer? Wenige Tage zuvor finden wir Videos von dem Mann, der uns beschimpft hat. Er nennt sich Michael Mannheimer, ein Blogger, der durch ganz Deutschland tourt. Von Berlin über Köln bis Nürnberg, macht vor tausenden Leuten Stimmung gegen den Islam und die Flüchtlingspolitik. Mit ihrer Demo wollen die Redner gegen den SWR und seine verlogene Berichterstattung aufmerksam machen und ehrlich und direkt zurückfunken. Fragen wir also nach, was wirft er dem SWR jetzt eigentlich genau vor? Ich kann Ihnen nichts vorwerfen, weil ich Sie nicht kenne. Aber Sie demonstrieren doch hier beim SWR in Mainz. Okay, ich demonstriere bundesweit. Ich mache keinen großen Unterschied zwischen den Medien mittlerweile. Ich kenne die Medien sehr gut und Sie können mich jetzt nicht aus dem Stegreif fragen. Wenn ich jetzt darauf vorbereitet wäre, ich würde sicherlich Dinge finden, die ich Ihnen vorwerfen kann. Zur Erinnerung, für uns hat Herr Mannheimer eben noch Berufsverbot gefordert. Komisch. Aber welche Vorwürfe haben die Demonstranten denn nun genau?